Oh, wie geil war das denn? Nein, die Kiste habe ich noch. Na, was ist los, hä? Erstmal die Kleinen hier fertig machen. Oh Gott. Get this asshole off me. Scheibenkleister. Na komm doch, hä? Zack, zack, ziemlich zügig. Du auch noch? Oh Gott. Ja, und wie soll ich den Obermagada umbringen? Das hat gezwiebelt. So. Ich weiß aber schon, wie ich den Mega umbringe. Das macht doch auch nicht damit so eine fette Kiste hier. Oder? Naja. Oder weniger. Scheiße. Soll ich Medi packen? Ja. Bringt mir aber nicht besonders viel. Scheiße. Wow, das war doch mal eine knappe Scheiße. Ey, meine Schläge interessieren den Magama absolut nicht. Verdammt, was mache ich denn jetzt? Das bringt auch nichts. Ja, komm, ist klar. Oh, lustig. Wie lustig. Och, komm schon. Das kann doch nicht dein Ernst sein, oder? Ey. 1000 Jahre später. Das blöde Ding taugt nix mehr. I'm losing here. Nicht deine... Oh, Mann. $217 verloren. Ey, das ist doch echt eklig hier. Ich habe zwar wieder volle Energie, aber... Oh, ja. Du behinderter Scheißkerl. Oh, das war auch nichts. Gut. Ich probiere jetzt mal was. Okay, das funktioniert nicht bei dem Mistkerl. Ich wollte ihn nämlich irgendwie runterschubsen, aber ich glaube nicht, dass es funktionieren wird. Ey, Maga, du bist doch scheiße, bist du.
Die jetzt die ganze Zeit mit Kisten abzuwerfen. Das ist doch auch scheiße. Komm. Na, was ist los, hm? Oh mein Gott! Oh, Alter. Moment mal, ich soll doch hier Semtex ranpacken. Kann ich den Wichser nicht voll in die Luft springen? Nein, kann ich nicht, weil gleich kassiere ich eine. Ja, war so klar. Oh, Mann. Alter, du nervst. Ey, das ist sofort zum Kotzen hier. Gott. Oh Mann, bloß nicht runterfallen. Ist das zum Kotzen? Ich hab's ja gleich. Ey, ich hab seinen zweiten Arm auch noch verkrüppelt. Kannst du jetzt zuschlagen? Hm? Kopfnuss? Ist das dein Ernst, Alter? Auch nicht für mein Level. Na komm. Gut, auf jeden Fall haben wir jetzt ein geiles Ding gefunden. Aber müssen wir noch zwei Level aufsteigen. Aber dann geht's mal richtig ab. Finde ich cool. We're blowing it up. Okay. One, two. Get inside quick. The sound of that blast is gonna attract a lot of attention. Also die Explosion, die war ja mal trocken. Ich dachte, jetzt knallt's richtig geil, aber ah ja gut. Oh Gott sei Dank, eine Wrench. Her damit. So. Machete werden wir auf jeden Fall reparieren und die Wrench auch. Und ich habe kaum noch Knete. Scheiße. Ich hoffe mal, die Waffe reicht. Die beiden Waffen reichen. Um hier mal ordentlich abzugehen. Oha, Akt 3. Saugeile Sache.
chance that he's telling the truth. We should check it out. You out your mind? We supposed to get the fuck off this island, not hike deeper into the goddamn jungle. We need Moen for that. Trust me, he's the only one who can get you past those floating mines. Do what he wants, and he'll do what you want. Get him to the bloody lab! This isn't only about what Moen wants, is it, White? You're pushing us there for another reason. Don't you understand? Each one of you has had contact with these things, and none of you have gotten sick. Your blood could be used to make some sort of antidote to save my wife! She's still alive? They gave us something, some medicine. I don't know what it is, it slows down the process, but not forever. The doctors in the lab could use the antibodies in your blood to create some sort of cure. It may be Emily's only chance. What the fuck? Well, what do? We do what's right. We do the right thing. Pona, you are a police officer. You protected those who couldn't protect themselves. This is your path. Jin, you're more full of compassion than any of us. You know what it's like to lose someone you love. What do you want to do? I don't fucking care. Well, I do. Time to step up, Logan. You in the game or warming the bench? Sam B? Yeah, I hear you. We a crew. We hang together, but we fucked. All right, then. Let's do this. Hoorah. Saugeil. Once you find the village, ask around for Moen. The villagers should know him. I know somebody who might help us out, but their village is really far from here. We're gonna need to take a car. Ja, man, gut, wir haben hier direkt ein Auto vor der Nase stehen und der ist echt geil. Endlich mal was Ordentliches. Sau cool. Gut. Dann fahren wir mal zu dem Dorf. Also Dschungel sieht schon echt geil aus. Aber auch ein bisschen beängstigend. Muss ich ja ganz ehrlich mal sagen. Wenn ich wenigstens ein bisschen Munition hätte und ein paar ordentliche Waffen, okay, aber so ist das natürlich jetzt problematisch in einem neuen Gebiet mit noch krasseren Gegnern. Ah, mal sehen, was hier abgeht. Ach nö. Take care of him so we can get the hell out of here. Hä, können wir da nicht mit dem Auto runterheizen? Steig mal ein, Jin. Oh, wie dumm ist das denn jetzt? Gut, dann eben nicht. Jin. Maybe there's something in here. Ein bisschen Knete ist auch nicht verkehrt. Noch ein paar Dollar und hier. Auch noch ein bisschen was. Nur leider keine Munition. Naja, okay. Auch egal. Verpiss dich! Wo kommst du denn her? Lol. Ja,